Hallo DWZ-Fans, ich bin Jan-Philipp Hullmann und ich habe ihn heute zu Gast, Deutschlands jüngsten Bürgermeister. Tim Tietz besucht die DWZ. Hallo, ich bin Tim Tietz, der vermutlich jüngste Bürgermeister Deutschlands. Ich bin aus Lauenstein, 21 Jahre alt. Vermutlich jüngster Bürgermeister? Aber wieso vermutlich? Erklär nochmal. Naja, es gibt ein Netzwerk, das heißt Junge Bürgermeister. Die haben mich angeschrieben. Es gibt wohl noch einen, der ist 20 Jahre alt, also ein Jahr jünger wie ich. Und der scheint mich wohl übertrumpft zu haben. Aber für den zweiten hat es gereicht. Trotzdem bist du dann halt einer der Jüngsten, das auf jeden Fall, die dieses Amt besetzen. Erzähl doch ein bisschen was über deine Gemeinde, wo du Bürgermeister bist oder dein Ort. In Lauenstein bin ich Bürgermeister geworden letzte Woche. Das ist ungefähr ein Ort mit 2000 Einwohnern. Der liegt am Eed im Fleckenseid-Zemmendorf. Wir haben ein schönes Freibad, ein Naturfreundehaus, viele Vereine. Ich finde es schon schön da und ich wohne da mein Leben lang. Und ich plane eigentlich auch nicht wegzuziehen. Wenn man Bürgermeister ist, dann ist man das nicht in Vollzeit. Zumindest nicht, wenn man Bürgermeister ist, wie du es bist. Nee, das wäre schön. Auf so einem kleinen Ort ist das nur ein Ehrenamt. Da kriegt man eine kleine Aufwandsentschädigung, aber davon steckt sich die Partei dann auch ein Drittel. Mandatsträgerpauschale heißt das ein. Also es wäre schön, wenn man davon leben könnte, aber arbeiten muss ich auch noch. Die SPD ist deine Partei. Du bist da eingetreten, kürzlich erst. Ja, ich bin Anfang 2021 eingetreten. Also ein bisschen ist es schon her. Gefühlt bist du aber noch ganz frisch dabei. Ja, natürlich. Warum die SPD? Als ich mir die Entscheidung machen musste, wenn ich in eine Partei eintrete, habe ich ein bisschen überlegt. Aber eigentlich für mich war immer klar, kann eigentlich nur die SPD sein. Das passt einfach von meinen politischen Überzeugungen her am ehesten. Welche Partei wäre es gar nicht gewesen? Ja, damals war die AfD noch nicht wirklich groß im Gespräch und das kommt sowieso nicht für mich in Frage. Sonst realistische Kandidaten, die CDU, wäre es genauso wenig gewesen. Meine Aufgaben sind quasi nur, das laufende Geschehen im Ort ein bisschen zu verwalten, aber ich habe auch so ein bisschen die Kompetenz zum Lenken. Als Ortsbürgermeister auf so einer kleinen Ebene kann man leider nicht so viel machen. Wir haben auch nur ein schmales Budget, aber solche Sachen wie eine Internetseite, eine Bürgermeistersprechstunde werde ich, schätze ich mal, Ende des Monats noch einrichten. Solche Sachen und dann das Dorfleben einfach verbessern. Schon die Tanzfläche, das macht schon mehr Spaß. Am besten, wenn Techno läuft. Könnte sagen, ich bin ab und zu gerne mit meinen Freunden unterwegs und auch mal feiern. Heute ist zum Beispiel wieder ein Geburtstag von meinem Kumpel. Sonst bin ich im Schützenverein, ich mache Judo. Sonst habe ich einen PC, zocke ab und zu gern. Europa Universalis 4, das kennt wahrscheinlich keiner. Das ist so ein Strategiespiel, wo du startet in 1444 und da wählst du dein Land und das baust du langsam auf. Es ist wirklich ein Strategiespiel und kein Shooter oder sowas. Dann bist du daher auch Bürgermeister. Kann man so sagen. König oder was auch immer. Du bist ja auch beruflich ausgebildet. Ja, richtig. Was hast du gemacht? Ich bin gelernter Anlagenmechaniker, das heißt Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Ich bin jetzt seit 2 Jahren Geselle. Oder erst im nächsten Monat, nee, in diesem Monat seit 2 Jahren Geselle. Ich habe jetzt gerade die Firma gewechselt. Ich habe vorher bei Firma Oppermann in Oldendorf gelernt. Jetzt arbeite ich bei Firma Bertram in Großberkel. Ja, genau. Du arbeitest also täglich. Hast gesagt, das ist eine 4-Tage-Woche. Genau, ich bin jetzt in den Genuss von einer 4-Tage-Woche gekommen. Und ich muss sagen, das ist total geil. Also ich arbeite morgens 7:30 Uhr bis 17 Uhr. 9 Stunden. Mit Pause? Genau, mit einer Pause mache ich. Mhm. Und ja, und dann kann ich freitags zu Hause bleiben. Neben dem Job, gibt es da überhaupt noch genug Zeit, den Bürgermeisterjob sozusagen zu machen? Auf jeden Fall, auch wenn ich keine 4-Tage-Woche hätte, das würde gehen. Ich meine, das ist schon aufwendig so, aber ich sehe das mehr als Hobby, es macht mir Spaß. Und dann macht man das auch gerne und investiert auch gerne ein bisschen Zeit da rein. Ich denke, gerade an die Leute, die sich denken, der hier ist zu jung, sage ich einfach nur, geben Sie mir mal die Chance, lassen Sie es ausprobieren. Schlimm kann es nicht werden. Sehr gut, okay, klasse.